Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück. Kanal Antike Angelrollen. Mein Name ist Oliver, der YouTube-Kanal zur Angelrollenwartung. Ich habe letztens mal ein Video eingestellt, vor 8 Tagen ungefähr. Das war eine kleine, günstige, No-Name-Stationärrolle mit Heckbremse, also ein neueres Produkt, nicht besonders wertig oder hochwertig oder teuer. Bestimmt auch kein Sammlerobjekt. Und am Ende des Videos habe ich versprochen, im nächsten Video gibt es wieder etwas. Ja, etwas, was dem Namen dieses Kanals dann vielleicht mehr entspricht. Und heute freue ich mich sehr, dass ich da was Entsprechendes euch präsentieren kann. Ich habe hier vor mir liegen eine sehr, sehr, sehr schöne Rolle. Das ist eine Shakespeare Sigma 505 aus der 2200er Serie. Eine wunderbare Rolle, sehr massiv, sehr schön aufgebaut, ganz Metall, hochqualitativ. Und jetzt freue ich mich auch, dass ich die heute mal präsentieren kann und auseinanderbauen und euch zeigen kann, weil ich vor längerer Zeit tatsächlich mal eine Anfrage hatte von einem Zuschauer in der Kommentarfunktion. Der hat zu dieser Serie eine Frage gestellt. Ich hatte keine Rolle parat. Der Zuschauer hat sich leider dann auch nicht mehr gemeldet, aber egal, vielleicht guckt er wieder vorbei und sieht dann eben, wie man diese Modelle hier wartet. Also, um was geht's hier? Das ist eine Rolle aus den 1980er Jahren der Firma Shakespeare. Diese Rolle ist made in Japan, also das heißt, die wurde von dem US-amerikanischen Hersteller Shakespeare oder von der Angelfirma Shakespeare zugekauft, wie das ganz oft der Fall war in den 70er und 1980er Jahren. Und ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wenn man den Äußerungen der Netzgemeinde glauben darf, vertrauen darf, dann ist das eine Rolle aus dem Hause Omori, glaube ich, hieß es. Das war so eine japanische Edelschmiede zur Rollenherstellung und da wurde von vielen Angelvertrieblern oder von vielen Angelfirmen in der Zeit eigentlich zugekauft. Ja? Also made in Japan, nicht made in USA. Und das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe hier gefunden einen alten, Moment, muss ich es so halten, einen alten Shakespeare-Katalog aus dem Jahre 1985. Den habe ich noch in meinen Unterlagen aus meinen Kindertagen gefunden. Und da ist diese Rolle drin. Jetzt muss ich sie halt nur finden. Da ist diese Rolle drin. Diese Rollenserie. Haben wir sie denn? Heckbremsrollen. Sigma Heckbremsrolle. Sigma Pro Heckbremsrolle. Hier, da ist sie. Schau mal, ich hoffe, man sieht es am Video. Also. Das hier ist also der Shakespeare-Katalog 1985 und da ist diese Rollenserie eben drin. Diese Shakespeare Sigma 2200er Rollenserie. Diese Rolle, die gab es in 7 verschiedenen Größen. Von der 0,25er, ganz klein, die hatte 100 Meter 0,25er Schnurfassung bis zu der 0,80. Die hatte dann 100 Meter Schnurfassung von 80er Monofil, die war dann fürs Meeresangeln gedacht. Die ganz große gab es auch ohne Bügel, mit Pickup. Und ja, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe hier vor mir liegen die 050. Hier steht fürs mittlere Grundfischen. Die Ersatzspule hat 25 D-Mark gekostet und die Rolle 99 D-Mark, also seinerzeit. Ich glaube, von der Kaufkraft her, das wäre heute eine Angelrolle im 200-Euro-Bereich, denke ich. Und hier steht noch im Katalog, das wollte ich euch noch vorlesen, die 050er, dieses Modell. Der Süßwasserbulle, der jeden Drill mit starken Hechten und kapitalen Karpfen besteht. Ja, okay, mehr ist nicht zu sagen. Also, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne, qualitativ sehr hochwertige Rolle aus dem Hause Shakespeare, made in Japan, wahrscheinlich von dem Rollenhersteller Omori. Und diese Rollen, wie viele dieser Shakespeare-Rollen, also hier diese Rolle, läuft leicht, läuft eigentlich gut, bisschen zäh, könnte ein bisschen leichter laufen. Sie ist ziemlich verschmutzt. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Also hier unten am Rotor, da sieht man ordentlich Schmutzränder. Und dann hat sie eine kleine Baustelle. Hier die Rücklaufsperre, hier dieser Schieberegler, der geht sehr schwer. Der lässt sich also nur mit ganz großem Kraftaufwand hin und her bewegen. Aber die Rücklaufsperre geht und man kann ihn bewegen. Habe ich schon ausprobiert. Dann gucken wir mal rein, was wir hier machen bei dieser Rolle. Also Spule ab, Frontbremsrolle, eine Drehkurbel, die einfach eingeschraubt wird, die wird mit dem Uhrzeigersinn, also nach hinten herausgeschraubt. Und dann legt man das gute Stück so vor uns. Und jetzt merke ich gerade, während ich hier sitze und das Video mache, ich habe meine Lesebrille nicht auf, sondern meine normale Brille. Ich hoffe,
werde jetzt nicht aufstehen und meine Lesebrille holen, sondern hoffe, dass das auch so geht. Wird schon gehen. Der Seitendeckel dieser Rolle hat 3 Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, die man herausdreht. Schöne Schrauben mit einem langen, feinen Gewinde, stabile Schrauben, prima. Und wie gesagt, die Rolle läuft, sie läuft eigentlich gut. Ich nehme an, sie braucht einfach einen Fettwechsel und dann ist alles wieder im grünen Bereich. Gut, 3 Schrauben habe ich gelöst. Dann kann man den Seitendeckel abnehmen. So sieht es aus. Der Seitendeckel im Inneren. Interessant bei der Rolle ist, sie ist qualitativ hochwertig, sie läuft leicht, sehr leicht und rund, aber sie hat nur ein Kugellager. Das ist interessant. Also hier auf der Getriebeseite, auf der Getriebeachse oder hier im Seitendeckel haben wir kein Kugellager, sondern sie hat nur ein Kugellager, was sich hier unter dem Rotor versteckt. Okay, und was wir jetzt hier sehen, ist ein ganz, ganz klassischer Aufbau, keine Überraschung, nichts Besonderes. Hier ist das Hauptritzel, da vorne das kleine, das Pinion Gear. Dann sehen wir hier noch ein kleines Zahnrad, was hell ist oder silberfarben, das da. Das ist die Rücklaufsperre, da greift da oben seine Klinke ein. Und hier hinten haben wir dann ganz, ganz klassisch, ihr kennt es vielleicht von anderen Videos von mir, von Diver-Rollen und ähnlichem, hier die Achse sitzt hier auf so einem Block, der reitet hinten auf einem weiteren Zahnrad, da ist eine Schraube drin, die muss raus. Auch eine Kreuzschlitzschraube. Eine kurze Kreuzschlitzschraube. So schaut die aus. Wie immer, ich sammle alle meine kleinen Teile in irgendeiner Plastikschüssel. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Das ist egal. Hauptsache, ihr verliert eure Teile nicht. Also es gibt Leute, die legen die vor sich in der richtigen Reihenfolge. Ist auch eine Möglichkeit. Es gibt auch, glaube ich, sogar so spezielle Bänder oder so Gummimatten. Die sind länglich, da kann man die Dinge drauflegen. Das Wichtigste ist, verliert keine Schrauben, verliert keine Kleinteile. Und denkt dran, wenn ihr so eine Rolle auseinanderschraubt, das ist kein Hexenwerk. Aber denkt an die Reihenfolge, merkt euch, wo gehört welches Teil hin, in welcher Reihenfolge habe ich es ausgebaut oder macht zwischendrin Bilder. Das hilft ungemein. Oder holt euch, falls möglich, im Internet von so einer Rolle die Explosionszeichnung. Das hilft auch oft. Okay, diese Schraube habe ich gelöst. Jetzt kann einfach hier die Achse herausgezogen werden. Geht ein wenig schwer, klemmt ein wenig. So, ach, ihr habt gesehen, wie das mit dem Ruck rausgegangen ist. Das weist wahrscheinlich darauf hin, dass hier die Achse verdreckt ist, beziehungsweise altes Fett da drauf ist, was klebt. Das ist normalerweise der Fall. Dann kann man hier dieses Großrad, dieses Hauptritzel herausnehmen. Ist genauso wie bei anderen Rollen. Das große Hauptrad greift in das Pinion Gear, das kleine Zahnrad hier. Treibt dann ein weiteres Zahnrad an, was hier drin im Gehäuse sitzt. Hier hole ich diesen Block heraus. Da hinten ist die Rille. Diese Rille läuft hier auf dem Zahnrad, auf diesem kleinen Stift. Das Zahnrad dreht sich, der Block geht nach vorne und hinten und die darin befestigte Achse schiebt dann die Spule nach vorne und nach hinten, ist also für den Spulenhub verantwortlich. Dieses Zahnrad hier ist festgeschraubt. Im Gegensatz zu vielen anderen Rollen, da ist dieses Zahnrad oft nur draufgesteckt auf ein kleines Podest. Macht aber nichts, beides geht. Also hier ist dieses Zahnrad, von dem ich nicht weiß, wie man es nennt. Alles kommt hier in meine Schüssel. Und dann haben wir Folgendes hier oben. Diese Klinke hier, das silberne Teil, da geht hier ein Bügel nach hinten zu diesem Schiebeschalter, der nicht richtig funktioniert, der klemmt. Wahrscheinlich ist er verdreckt oder irgendwas ist verklebt. Und das greift hier in dieses silberne Zahnrad als Rücklaufsperre. Gut, das ist eigentlich alles sauber. Diese Rücklaufsperrenklinke, da mache ich nichts mit, die lasse ich drin. Jetzt geht es an den Rotor. Hier ist eine Mutter, das ist eine 14er Mutter. Tja, und die geht jetzt nicht auf. Die sitzt sehr, sehr fest. Jetzt geht's. Die geht mit dem Uhrzeigersinn auf. Und das ist jetzt eine gute Stelle, um darauf hinzuweisen, bei Stationärrollen hier diese Muttern, die den Rotor fixieren, die gehen oft in die vermeintlich falsche Richtung auf. Man ist ja von Schrauben gewöhnt, dass man sie immer so herum aufdreht, glaube ich, rechts herum.
Und bei vielen Stationärrollen ist es so, dass diese Schraube im Uhrzeigersinn aufgeht und gegen den Uhrzeigersinn wird sie zugedreht. Also da muss man immer aufpassen, da muss man spielen. Wenn man hier mit dem Schraubenschlüssel mit einer Nuss rangeht an diese Mutter, wenn es nicht geht, wenn die Schraube festzusitzen, die Mutter festzusitzen scheint, probiert es mal vorsichtig in die andere Richtung. Man weiß nie, in welche Richtung das geht. Ich vergesse es auch immer, bei welchem Rollenmodell es in welche Richtung geht. Gut, die Mutter ist weg, darunter war noch so eine Beilagsscheibe, so eine. Die hatte da in der Mitte, die hat da so einen kleinen Riss drin, oder die ist nicht geschlossen. So ein bisschen gebogen ist sie, das sorgt einfach für Spannung und dafür sorgt dafür, dass die Mutter hier sich nicht löst. Okay, jetzt kann man den Rotor einfach abmachen. So schaut es aus, da ist nicht viel drin. Da unten dieser kleine Finger, dieser silberne, das ist für den automatischen Bügelumschlag. Und jetzt sehen wir hier vorne eine Abdeckplatte. Hier ist so ein Bügel, kupferfarben, ich nenne das Rampe. Das ist für den automatischen Bügelumschlag und da unten drunter sehen wir dann schon das Kugellager. Drei Kreuzschlitzschrauben. In meine Schüssel. Ihr könnt diese Schrauben, wenn ihr sowas selber macht, ihr könnt diese Schrauben auch getrennt aufbewahren oder getrennt sortieren. Ich weiß, wo sie hingehören, ich kenne das. Oder ja, das ist einfach die Erfahrung, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich da unsicher ist, man kann zum Beispiel diese Kleinteile auch sortieren nach Getriebeteile und äußere Teile beispielsweise oder nach Getriebe und Rotor und Gehäuse oder irgend sowas. Einfach, dass man da den Überblick behält. So, die dritte Schraube fällt raus und jetzt muss ich mal gucken, wie das hier auseinandergebaut wird. Okay, wir haben hier praktisch zwei Teile. Wir haben hier diese Rampe, die hier drauf sitzt. Und dann haben wir hier diesen Kragen, der das Kugellager im Gehäuse hält. Also man muss zuerst, gleich beim Zusammenbau, ich zeige es dann nochmal, zuerst diese Rampe so draufsetzen und dann kommt hier dieser Kragen so drauf und dann kommen die Schrauben wieder rein. So geht es, ab damit. Und jetzt müsste man doch eigentlich das hier entfernen können. Jawohl, also das ist jetzt folgendermaßen. Hier hinten sitzt bei dieser Rolle, hier hinten sitzt dieses silberne Zahnrad für die Rücklaufsperre. Und das bedingt, dass man im Gegensatz zu vielen anderen Rollen diese ganze Achseinheit nicht nach vorne rausziehen kann. Ja, geht nicht, weil das Zahnrad ist vom Durchmesser her größer als dieses Loch hier im Gehäuse. Das heißt, erst versuchen, das Kugellager herauszubekommen. Da ist es. Und dann kann man das hier, voilà, da fällt noch eine Buchse heraus. Und dann müsste man hier diese Einheit eigentlich so, zeige ich das mal. Man muss das nach hinten herausziehen. So, nach vorne geht es nicht, weil vorne haben wir hier dieses Zahnrad. Okay, also das Ganze wird dann von hinten eingeführt. Was ich jetzt mache, in dem Fall, ich werde das jetzt gleich reinigen, dieses Zahnrad hier lasse ich jetzt hier mal drauf, so wie es war. Wenn ihr das auseinanderbaut, dann achtet darauf, beim Zusammenbau es genau so wieder in der Richtung einzubauen. Die Richtung dieser Zähne muss stimmen. Wenn ihr es verkehrt rum einbaut, versehentlich, wenn ihr es umdreht, das passt auch drauf, aber dann funktioniert die Rücklaufsperre nicht. Okay, das ist alles erledigt. Was ich jetzt mache ist, jetzt wird hier das Gehäuse gereinigt und hier diese Teile, die ich gerade auseinandergebaut habe, die kriegen jetzt einfach eine schöne Ladung Kriechöl. Das lasse ich dann einweichen, einwirken und hier das Gehäuse bekommt auch ein paar Spritzer Kriechöl. Auch hier der Seitendeckel ein bisschen. Naja, der ist ziemlich sauber, der braucht nicht viel. Hier der Rotor auch ein bisschen. Das Kriechöl hat eine reinigende Wirkung. Das löst Schmutz, es löst altes Fett, es löst oder ja, verbindet sich mit altem Öl, dann kann man das schön sauber machen. Und wenn es mit Kriechöl einfach ein bisschen eingesprüht wurde, nicht zu viel, nicht übertreiben, dann gehe ich hier einfach mit dem Wattestäbchen durch und reinige die Rolle von diesen alten Schmutzresten, die sich im Laufe der Jahre da einfach angesammelt haben. Und was ich jetzt hier mache, was ihr jetzt hier seht, das ist eigentlich zu 90 oder was zu 95% die Arbeit bei der Rollenreparatur oder der Rollenwartung. Es ist tatsächlich so,
Angelrollen haben relativ selten, meiner Erfahrung nach, einen Kapitalschaden. Relativ selten. Also, dass irgendwas bricht, dass irgendwas kaputt geht, dass man sie wirklich sagt, okay, das ist jetzt nur noch als Ersatzteilspender zu gebrauchen oder wir müssen sie, so wie sie ist, ins Alteisen geben. Das kommt relativ selten vor. Die meisten Schäden an Angelrollen sind meiner Erfahrung nach mangelnde Pflege, mangelnde Aufmerksamkeit, die man der Rolle schenkt. Sie läuft schlecht, sie läuft nicht rund, sie zickt, irgendetwas klemmt, der Bügel schlägt nicht um. Was ist die Ursache? Es ist verdreckt, es ist nicht sauber. Das Öl, das mal drin war, ist irgendwie verschwunden, hat sich aufgelöst. Das Fett, was drin ist in der Rolle, ist einfach alt, verklumpt und verharzt und dann geht nichts mehr. Das ist tatsächlich in 95% der Fälle die Ursache für ein Versagen von so Angelrollen. Und hier sehen wir auch, diese Rolle lief gut, aber ja, es ist doch einiges zu tun, wenn man das hier sieht, um Wattestäbchen. Es gibt Schlimmeres, ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber gut. Wie neu bekommt man es nicht mehr hin, aber das ist auch gar nicht nötig. Was ich jetzt noch mache hier, weil die Rolle auch außen sehr schmutzig ist. Und dann vor allem hier dieser Knopf da, der nicht richtig funktioniert. Das bekommt jetzt auch alles eine schöne Ladung von diesem Kriechöl ab. Achso, das habe ich vergessen. Hier auf dieser Seite. Auf dieser Seite hier ist ein Kunststoffknopf. Ein Kunststoffknopf, der fest sitzt, den man nicht abbekommt. Und den versuche ich jetzt mal ganz mit der Zange aufzumachen. Da sitzt einfach auf der Seite so ein Kunststoffknopf. Den kann man abdrehen und dann kann man die Kurbel umstecken. Dann kann man diese Rolle von Rechtshand auf Linkshandbetrieb umbauen, ganz einfach. Dann kommt dieser Kunststoffknopf einfach auf die andere Rollenseite. Okay, gut. Und jetzt gucken wir mal, ob hier dieser Knopf schon wieder was besser geht, und das tut er. Dieser Knopf zum Ein- und Ausschalten der Rücklaufsperre, der hat sich vorher fast überhaupt nicht bewegt und jetzt geht es wieder relativ leicht, und das ist tatsächlich, oh Wunder, der Effekt des Kriechöls. Okay, ein Anfang ist gemacht. Ich tue jetzt hier gleich was Öl drauf, etwas Rollenöl auf diesen Schiebeknopf und hoffe, dass das einsickert, einwirkt, auch hier unten auf diese Metallplatte, die an dem Schiebeknopf hängt, und dann geht hier vorne dieser Arm hin zur Rücklaufsperre, zu diesem Bügel, und hoffe, wenn das Rollenöl hier etwas einsickert, dass das Ganze leichter geht. Hier kommt auch ein Tropfen Öl drauf, und wie immer, die meisten Zuschauer kennen das, hier lasse ich die Finger davon, da haben wir diese Klinke, da ist eine kleine Feder unter dieser Schraube. Solange das funktioniert, muss man da auch nichts machen. Was ich jetzt mache, ist auch ein Tipp, wenn man an Angelrollen arbeitet, sollte man tatsächlich immer die Rücklaufsperre ausschalten. Das macht es dann gleich zum Beispiel einfacher, wenn ich dieses Pinion-Gear hier wieder einfüge. So, einbaue. Okay, das ist erledigt. Das kommt zur Seite. Dieser Seitendeckel ist auch sauber. Den Rotor kurz abwischen, sauber machen. Der Rotor ist eigentlich sauber. Da ist nicht viel zu tun. Wie immer, ich baue da nichts auseinander, solange der Rotor funktioniert. Hier unten an diesem kleinen Mechanismus, da ist eine Feder und so eine kleine Metalllippe, kommt ein Tropfen Öl dran. Auch hier oben an den Arm kommt ein Tropfen Öl dran. Und hier auf der Seite auch. Der Bügel funktioniert, er schnappt um, die Feder hat Kraft, also es knirscht nichts, wenn man den Bügel umdreht. Das ist auch immer so ein Hinweis, dass da Schmutz oder Sand drin ist, wenn bei diesem Hin- und Herbewegen des Bügels, wenn da so ein Kratzgeräusch entsteht, das haben wir ja auch nicht. Wie gesagt, die Feder ist stark, passt alles. Hier habe ich gesehen, am Bügel, hier ist so ein kleiner Metallknopf, so ein Metallstift.
Und der ist dafür da, den müsste man eigentlich, ja, jetzt geht's, vorher ging's nicht, den kann man reindrücken ein Stück. Und dann kann man den Bügel so anklappen an die Seite der Rolle für den Transport. Das heißt, wenn man die Rolle transportiert in der Routentasche im Auto, dass dieser Bügel dann nicht gestaucht wird oder kein Druck darauf ausgeübt wird. Und dafür ist hier dieser kleine Knopf da. Und jetzt habe ich ihn reingedrückt, das hat funktioniert und jetzt kommt er nicht mehr raus. Aber na, da müssen wir abwarten, der wird schon wieder rauskommen. Also hier dieser kleine Knopf. Da tue ich jetzt auch einfach mal noch das Kriechöl drauf. Gut. Das muss ich jetzt aussitzen, dass das einwirkt und bis das wieder funktioniert. Okay. Gut. Dann gehen wir hier an die Wartung der Einzelteile, das heißt an die Wartung, an die Säuberung. Die Achse wird einfach sauber gemacht. Dann macht man mit dem Finger eine Kontrolle. Ist sie glatt? Ist sie frei von Verschmutzung? Das ist sie. Was man hier sieht auf der Achse am Ende, so eine leichte Verfärbung. Die ist angelaufen, das ist keine Korrosion, das ist nichts Schlimmes. Dann haben wir hier diese Achse mit dem Pinion Gear. Und das wird jetzt einfach mit einem Küchentuch abgewischt. Das alte Fett, was hier drin ist, in diesem Pinion Gear, wird mit einer Zahnbürste herausgedrückt. Ich sage immer, passt auf, wenn ihr das macht, diese Reinigungsarbeiten, drückt das von euch weg, weil in die andere Richtung, dann versaut ihr euch die ganzen Klamotten. So, und jetzt haben wir hier was. Das ist interessant. Da sieht man mal, hier auf meiner Fingerspitze, ich weiß nicht, ob man es sieht, das ist ein kleiner Klumpen verhärtetes, vertrocknetes Fett, das hier aus diesem Pinion Gear rausgekommen ist. Und jetzt muss ich hier tatsächlich ganz vorsichtig mit dem Stichling nachgehen, weil sich dieses alte Fett hier in diesem Rillen festgesetzt hat und gar nicht so leicht herausgeht mit der Zahnbürste. Also ganz vorsichtig mit dem Stichling, man kann auch einen Zahnstocher nehmen, ist vielleicht besser, ist das Holz. Jetzt habe ich hier keinen parat, deshalb mache ich es mit dem Stichling, aber keine Angst, ich habe es ganz vorsichtig gemacht, also da wird nichts verletzt am Metall. Nochmal durchgehen. Ja, und da fallen diese kleinen Bröckchen, fallen da runter. Okay. Gut, das war's. Das soll reichen, sauber genug, die ganzen Rückstände sind entfernt. Machen wir jetzt erstmal die Teile, die schneller gehen. Das Teil, dann hier diese Rampe. Habe ich gesagt, dann hier dieses Zahnrad. Das ist das Zahnrad, das diesen Wickelblock, nenne ich das immer, hin und her bewegt. Auch das muss sauber sein. Auch hier hinten. Und auch hier seht ihr, was ich da raushole. Das ist eben dieses alte Fett, was sich da im Laufe der Jahre, was dahin bewegt wird, was sich da ansammelt und was einfach raus muss. Dieser Wickelblock. Ist auch sauber. Auch was wir hier sehen, das sind Verfärbungen am Metall. Oder geringe, ganz marginale Abnutzungserscheinungen, das ist überhaupt nichts Dramatisches. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen drum machen. Hier hinten war wieder, waren wieder so vertrocknete Fettklumpen, die da jetzt abgegangen sind, vertrocknetes Rollenfett. Und dann haben wir eigentlich nur noch hier unser Hauptritzel. Das ist ein schönes, massives Teil, schön gearbeitet, sehr schwer. Und auch das wird von dem alten Fett befreit, was sich da angesammelt hat, und oh, hier ist, ja, da schaut mal her, was da rauszuholen ist. Das ist nicht unerheblich, was da sich festgesetzt hat, was da festbappt. Oh, widerlich. Ja, das ist viel zu viel, was da drauf ist. Aber die Rolle ist vielleicht mal gewartet worden, weil das sieht jetzt nicht so alt aus und es war auch noch halbwegs weich, aber es war zu viel. Jetzt tue ich da nochmal etwas Kriechöl drauf und in der Zwischenzeit lasse das kurz einwirken und entsorge in der Zwischenzeit hier mal dieses eklige Stück Küchenpapier mit diesem
alten Fettbrotzen da drauf. Das ist mal Neues her. Ja, was ich eben gesagt habe, also Rollenreparatur besteht zu 90% aus der Reinigung und der neuen Schmierung und dann dem Zusammenbau, und die meisten Rollen laufen dann wieder wie, naja, nicht zwingend immer wie neu, aber laufen dann wieder schön und rund und viel, viel besser. Echte Reparaturarbeiten sind gar nicht so oft nötig. Und was ihr jetzt hier seht, wo ihr jetzt hier mehr zuseht, das ist leider auch ein Hauptteil der Rollenwartungsarbeit. Es geht gar nicht so sehr ums Schrauben und Basteln und so weiter, sondern oft ist es einfach nur mühselige, kleinteilige Reinigungsarbeit. Ich sage immer der Abwasch. Und wem das jetzt hier beim Zusehen zu langwierig ist, könnt euch zwischendrin gerne eine Tasse Kaffee holen oder vielleicht das erste Bier aufmachen und kommt dann in 5 Minuten wieder, wenn ich hier das Ganze eben schön gesäubert habe und dann wieder zusammenbaue. Okay, das war's. Also jetzt habe ich das Hauptritzel hier auch noch gereinigt mit der Zahnbürste, die Zähne. Was man immer machen soll bei diesem Arbeitsschritt, ist so eine Sichtkontrolle. Gucken, sind die Ritzel in Ordnung? Sieht man irgendwelche Beschädigungen? Manchmal fehlen Zähne, manchmal sind Zähne abgebrochen, manchmal sind Zähne sichtbar abgenutzt. Kommt auch nicht oft vor, aber wenn man die Rolle schon auseinander hat, dann sollte man sich da eben auch drum kümmern. Okay, gut, dann ist eigentlich alles gereinigt, dann geht es an den Zusammenbau. Ein Kugellager, das ist geschlossen, es kriegt bei mir trotzdem vorn und hinten ein paar Tropfen Öl. Nee, vorne ist es geschlossen, hinten ist es offen. Das Kugellager hat einwandfrei gearbeitet, hat sich leicht gedreht, hat keine Geräusche gemacht, also muss man da eigentlich auch nichts weiter machen. Und dann geht es an den Zusammenbau. Alles ist gereinigt, alles liegt vor mir, die Schrauben sind noch im Kriechölbad, da bleiben sie auch drin. Und dann geht es jetzt ans Fettnetz, nämlich bei der Rolle. Das ist eine relativ große Rolle oder eine mittelgroße Rolle. Ist jetzt kein Ultra-Light-Röllchen, da nehme ich jetzt einfach wieder mein blaues Pen Standardfett her. Das sollte gehen bei dieser Rolle. Bekommt zunächst hier dieses Pinion Gear. Eine Ladung Fett, Rollenfett, mit dem Pinsel aufgetragen. Und jetzt haben wir gesagt, das ist jetzt anders als bei vielen anderen Rollen. Jetzt haben wir gesagt, aus Platzgründen, weil wir hier dieses Zahnrad da drauf haben, muss das von hinten zunächst eingeführt werden. Dann liegt dieses Ding da einfach ganz locker drin. Dann kommt das Kugellager drauf, hier vorne. Dass es so drin sitzt. Also zuerst das Pinion Gear von hinten einstecken, dann von vorne das Kugellager drauf. Und wo ist jetzt das hier runtergefallen? Das ist das. Dann kommt hier diese Buchse drauf, beziehungsweise die kann man auch nachher drauf stecken. Und um das Ganze jetzt zu fixieren und am Platz zu halten, kommt jetzt zunächst hier dieser Bügel drauf, so. Also der sitzt so in dem oberen Loch. Und dann kommt hier diese Scheibe drauf. Und die sitzt... Die sitzt, wenn die Rolle richtig zusammengebaut war, müsste das dann so aussehen. Und jetzt ist es mir wieder verrutscht. Das ist jetzt... ich bitte um einen Moment Geduld. Ich muss jetzt nämlich hier 3 Dinge gleichzeitig machen. Ich muss hier diese Achse in der Rolle drin halten, dass mir da nichts herausrutscht oder herausfällt. Und dann muss ich jetzt hier diesen... Und dann muss ich jetzt hier diesen Bügel justieren und diese Platte an Platz bringen. Okay, ich glaube, ich habe die Rolle jetzt mal 20 Sekunden nicht ins Bild gehalten. So muss das aussehen, ja? Okay.
brauchen wir hier die richtigen Schrauben. Das sind die kurzen. Ich habe gesagt, ich weiß, welche es sind. Die da. Moment. Ich versuche das anders zu machen, dass ihr das besser seht und dass ich auch besser arbeiten kann. Lege die Rolle jetzt mal auf die Seite. Dann tippe ich hier meinen Schraubenzieher in etwas Rollenfett, weil dann die Schraube nämlich am Schraubenzieher festklebt. Sie fällt nicht runter. Man kann sie auch waagerecht dann hier in das Loch einführen und festdrehen. Nummer 2. Ich habe Glück, nichts ist mir auseinandergefallen. Und dann hier die Nummer 3. Okay, Glück gehabt, hat gut funktioniert. Ich hoffe, man hat es auf dem Video auch gesehen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe die Rolle waagerecht vor mich gelegt und habe dann hier diese Schrauben eingeführt in die entsprechenden Löcher und habe das Ganze dann festgedreht. Sitzt, passt, prima. Kurz abwischen hier. So schaut es dann aus. Also, hier ist dieser Bügel, der sitzt hier unter diesem hellen Ring. Ja? Darauf muss man achten. Hier an der Stelle. Also da ist die Schraube, da ist eben ein Loch, genau hier oben. Und der Bügel hat eben so einen kleinen Winkel mit einem Loch für die Schraube. Und das sitzt aber unter diesem, so muss ich es halten, unter diesem Ring hier. Gut, dann kommt hier diese Buchse wieder drauf. Nein, die kommt da nicht drauf. Die kommt da nicht drauf. Sorry, wieder ein Denkfehler von mir. Kein Video ohne Denkfehler oder ohne Panne. Und ich mache das nicht extra, um mich hier irgendwie als Amateur darzustellen. Ich habe es einfach vergessen. Diese Buchse, die da runtergefallen ist. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Hat so schön geklappt, aber egal. Also, diese Buchse, die da runtergefallen ist, die gehört so auf die Achse drauf, nachdem die vorne eingesteckt worden ist. Die gehört so da drauf. Und dann kommt das Kugellager drauf, hier vorne. Und dann kommt das Kugellager drauf. Und das muss hier natürlich plan drin sitzen. So. Und dann wird das Ganze hier nochmal installiert. Tut mir leid, diese Platte da, diese Buchse, Entschuldigung, die ist mir da eben einfach entgegengefallen. Und ich habe nicht genau aufgepasst, wo sie eigentlich hergekommen ist. Also nochmal von vorne. Ich habe diese Rampe wieder installiert. Diese Platte drauf gesteckt in der korrekten Position und jetzt kommen hier diese drei Schrauben wieder rein. Eins, Nummer zwei, Nummer drei. Okay, das war's. Und jetzt kommt der Bügel, jetzt kommt der Rotor wieder drauf. Und das Spiel, was wir jetzt hier haben in der Achse, das da, das Hin- und Herbewegen, das macht nichts. Das Ganze ist fixiert oder ist dann fest, wenn der Rotor wieder drauf steckt. Der wird draufgesetzt. Dann kommt hier diese dicke, leicht gebogene Beilagsscheibe, eigentlich eine Spannungsscheibe wieder drauf. Und dann ganz schnell hier diese 14er Mutter wieder drauf, die, wir erinnern uns, gegen den Uhrzeigersinn hier drauf geschraubt wird.
Und das muss man dann hier mit dem Schraubenschlüssel machen, weil diese Spannungsscheibe, die da drunter ist, die hat Kraft, die hat Spannung und die verhindert, dass man das weit mit von Hand zudrehen kann. Okay, Rotor sitzt drauf, dreht sich wunderbar leicht, prima. Jetzt zeige ich euch mal die Rücklaufsperre, wie das funktioniert. Also wenn ich jetzt den Schiebehebel nach oben drücke, dann geht diese Klinke runter und dann greift das Ganze hier, diese Klinke, diese silberne Klinke, greift die vorne auf dieses silberne Zahnrad. Das ist die Rücklaufsperre. Und der Knopf geht jetzt auch wieder wunderbar leicht. Okay, dann wird als nächstes hier dieses Zahnrad in das Gehäuse eingebaut. Das bekommt vorne wie hinten eine ordentliche Ladung Fett. Da läuft dann dieser Block drauf. Dieses Zahnrad hier, das hat eine ziemliche Belastung. Also wird ordentlich gefettet, wird dann hier reingesetzt. Und wie immer mache ich das so, dass dieser kleine Stift, der da drauf ist, dass der nach unten in das hintere, untere Eck vom Rollenkorpus zeigt. Ja? Dieses Zahnrad wird hier mit dieser Schraube, das ist eine kurze, ziemlich dicke Schraube, im Rollenkorpus, im Gehäuse fixiert. Einen flachen Schraubenzieher. Und da muss man gucken, dass man das richtig zentriert. Da muss man ein bisschen spielen. Diese Schraube, die muss bündig oder plan sein mit dem Zahnrad. Das habe ich jetzt beim ersten Versuch nicht geschafft. So sitzt es dann da drin. Dann kommt als nächstes hier das Hauptritzel. Auch das wird gefettet. Kommt hier auf dieses kleine Ritzel, kommt etwas Fett drauf. Hier auf das Ende auch ein wenig. Dann wird das große Ritzel gefettet. Nicht zu viel, sage ich immer, bei Angelrollen ist weniger mehr. Hier diese Zähne, die müssen mit Fett bedeckt sein, aber hier im Inneren, da braucht es kein Fett, beziehungsweise das schiebt sich dann im Rollenbetrieb dann schon von alleine dahin. Also hier auch ein wenig Fett drauf auf diese Achse, auf dieses Achsstück. Das reicht schon und heute fällt mir alles runter, egal. Gefettet, das ist alles gefettet, dann wird das jetzt hier wieder eingesetzt, das Hauptritzel, bis es einrastet. Und man kann jetzt hier ein bisschen testen, wenn man das dreht, wenn man den Rotor dreht, dann dreht sich eben das Hauptritzel auch mit, scheint alles zu funktionieren. Und jetzt drehe ich das wieder so hin, dass dieser Stift hier unten sichtbar ist. Und dann kommt dieser Block hier drauf. Der bekommt auch hier ordentlich Rollenfett verpasst. Und jetzt überlege ich gerade, nee, es geht. Es geht. Ich hätte auch so ein kleiner Tipp, ich hätte den Block zuerst einsetzen sollen. So, also erst den einsetzen und dann das Hauptritzel. Ja, das macht die Sache einfacher. Es geht anders auch, aber so geht es einfacher. Gut, so sieht es dann aus. Dann haben wir die Achse. Da kommen zwei Pinselstriche Fett drauf, nicht mehr. Das braucht es nicht. Die wird dann hier vorne wieder eingeführt. Und die Achse ist hinten an einer Seite abgeflacht und das heißt, die geht nur in einer Art und Weise in diesen Block hier hinein. Da muss man etwas spielen, da muss man etwas drehen. Dieser Block hier, der muss eben auch gerade sitzen. So ist es drin, ja, so ist es drin und die Achse hat ein Loch. Das muss man hier ausrichten. Ich mache das mit einem Stichling. Und da kommt dann diese kurze Schraube mit dem flachen Kopf drauf. Okay, das war's. Müsste alles funktionieren. Drehen wir mal den Rotor. Das Großritzel dreht sich. Der Block dreht sich nach vorne, bewegt sich nach vorne und hinten. Der Spulenhub geht auch. Passt. Super.
dann kann man das hier nämlich schon zumachen. Dieses Seitenteil, das ist dann schon erledigt. Kommt der Seitendeckel wieder drauf. Jetzt sehe ich gerade, das hätte ich noch ein bisschen besser sauber machen können hier. Das ist noch etwas verdreckt. Diese Rolle, das sage ich jetzt gleich, die ist ziemlich verschmutzt gewesen. Und ich werde im Nachgang zu dem Video mich noch dran setzen und hier äußerlich noch ein bisschen was aufpolieren. Das möchte ich jetzt nur hier im Video nicht machen, sondern ich will hier zeigen, wie ist sie aufgebaut, wie baut man sie auseinander wieder zusammen. Und diese Reinigungsarbeiten, die bei dieser Rolle noch nötig sind. Also das mache ich einfach später. Das ist jetzt hier nicht so wichtig. Das ist einfach nur die Optik, das ist einfach nur das Erscheinungsbild. Das kann man auch später noch machen. Jetzt geht es einfach nur darum, dass das Ding hoffentlich wieder sauber läuft, dass die Rücklaufsperre sich wieder ein- und ausschalten lässt, dass sie rund läuft. Und schauen wir mal. Diese drei Gehäuseschrauben sitzen fest. Das ist schön bei der Rolle. Sie hat nur drei Gehäuseschrauben. Die Schrauben sind alle gleich lang und man kann den Seitendeckel abmachen, demontieren, ohne dass man vorher irgendwie an den Rotor müsste. Wie es bei vielen modernen stationären Rollen der Fall ist. Okay, kurz abwischen. Kurbel drauf und dann gucken wir mal, wie sie läuft. Schraubkurbel, diese Plastikabdeckung wieder draufschrauben. Okay, sie läuft ohne Rücklaufsperre, wunderbar weich und leicht. Mit Rücklaufsperre läuft sie auch wunderbar leicht und weich. Und macht dieses ganz typische knarrende Geräusch. Prima. Der Schnurfangbügel, ja, geht auch. Jetzt schnappt er zu weit um, weil hier dieser kleine Stifter, den ich reingedrückt habe, zum Bügel, um den Bügel anzuklappen, der braucht noch eine Zeit, bis er sich da wieder rausbewegt. Muss man mal gucken. Also jetzt schnappt der Bügel da zu weit um. Schönheitsproblem kriegen wir hin. Aber ansonsten läuft sie wunderbar. Und auch die Rücklaufsperre lässt sich wieder leicht, ohne Probleme, ohne Widerstand hier hinten ein- und ausschalten. Okay, super. Sehr schön. Ganz schnell noch die Bremse, die hat es nötig. Das ist eine Frontbremskonstruktion, wie immer ganz klassisch. Ich sehe hier, sie ist sehr, sehr verdreckt, sehr verschmutzt. Ich zeige das mal hier. Also da ist bestimmt Reinigungsarbeit vonnöten. Und wie bei fast allen Frontbremsrollen ist da drin so ein Clip, den kann man heraushebeln mit einem Stichling. Und dann kommt man hier eben ins Bremssystem. So schaut es aus. Wahnsinnig verdreckt. Guckt euch das mal an. Und es sind Filzscheiben. Gut. Das macht nichts. Filz ist ein prima Mittel oder ein prima Baustoff für Rollenbremsen. Ist nicht ganz so hip wie die Carbontex-Bremsscheiben, die Carbon-Bremsscheiben, die man heute hat. Aber gerade für den Süßwasserbereich sind Filzbremsscheiben völlig ausreichend. Im Gegenteil, es gibt viele gute Rollen, Okuma, Shimano, die heute auch noch in ihren Rollen Filzbremsscheiben verbauen. Also ist es nichts gegen Filz zu sagen, das habe ich schon in anderen Videos immer wieder gesagt. Worauf man achten muss bei einer Bremse, bei einer Rollenbremse, ist, dass hier dieser Bereich sauber ist. Dieser Schacht, der muss sauber sein. Das war ziemlich verdreckt. Ich habe das jetzt einfach auch mit Kriechöl und mit Küchenpapier gesäubert. Das reicht. Und dann haben wir hier diese Filzscheiben. Und man muss darauf achten, dass diese Filzscheiben flexibel sind. Also, dass sie nicht austrocknen und dann im Betrieb, im Drill nicht reißen, ausfransen oder ähnliches. Also das ist das A und O bei einer Rollenbremse. Hier diese Metallscheiben, die müssen blank und sauber sein. Und diese Filzscheiben, wenn man sie hat, die müssen eben auch sauber sein und sie müssen flexibel sein. Und wie schafft man das? Bei Filzscheiben, die werden mit einem Tropfen Rollenöl geölt. Und die hier sind sehr, sehr trocken. Die fühlen sich sehr trocken an. Also, erste Filzscheibe rein. Zwei Tropfen Rollenöl drauf.
Dann kommt die erste Metallscheibe, die runde Metallscheibe. Dann kommt die zweite Filzscheibe drauf. Die Filzscheiben sind Gott sei Dank unbeschädigt und in Ordnung, also die werden wieder funktionieren. Auch wieder etwas Rollenöl drauf. Dann kommt hier diese Metallscheibe rein, die an der Seite diese kleinen Ausstülpungen hat. Und diese Ausstülpungen müssen hier in der Spule, in diese kleinen Ausbuchtungen, oben und unten, wie man da sieht. Nächste Filzscheibe, nächste trockene Filzscheibe. Ein paar Tropfen Öl drauf. Letzte Bremsscheibe. Und dann kommt hier dieser Clip wieder drauf, der ziemlich verdreckt ist, sehr verdreckt ist. Und der wird hier oben einfach eingedrückt, vorsichtig. Wenn ihr das macht, immer die Daumen, die Finger drauf halten, weil diese Clips, die springen weg. Das sind Federn und es liegt in ihrer Natur, dass sie wegspringen wollen. Man drückt es hier so rein, bis sie einrasten. Hier drin ist so eine Rille seitlich und da sitzt dieser Federclip dann drin. Und das war's schon. Ganz schnell, mehr ist nicht zu machen. Bremse ist gewartet. Wische ich hier unten nochmal kurz drüber. Wische hier auch nochmal drüber. Spule drauf. Bremsknopf drauf. Testen, ob es geht. Das lässt sich drehen, lässt sich gleichmäßig drehen. Wir haben das Geräusch. Wenn man weiter zudreht, ja. Man kriegt sie auch ganz dicht, diese Bremse. Sehr, super, sehr gut. Also, das war die Wartung einer Shakespeare 050 2200er Serie. Auch so ein Youngtimer, Klassiker aus dem Rollenbau, aus den 80er Jahren. Made in Japan, also von Shakespeare in Japan beim Rollenhersteller, beim Rollenfabrikanten zugekauft, wie damals viele Hersteller das gemacht haben oder Angelgerätehersteller. Ganzmetall, sehr solide, nur ein Kugellager, aber wunderbarer seidenweicher Lauf. Das Einzige, was ich jetzt noch gemerkt habe, ist, dass hier dieser Knauf etwas quietscht, der Plastikknauf. Der quietscht etwas, also ein Tropfen Öl drauf. Dann ist dieses Problem aus der Welt geschafft. Wunderbar. Auf die Rolle kommt eine 25er oder vielleicht eine 30er Schnur und dann werde ich die demnächst oder im kommenden Frühjahr an meiner Fiederbute fischen. Ich freue mich drauf. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.